bin überzeugt davon, dass 50% vom Erfolg davon abhängt, wie gut man seinen Gegner kennt oder eben auch versteht. Und genau aus dem Grund, und weil wir uns in der jetzigen Situation keinen Fehltritt mehr dürfen erlauben, haben wir einen Experten in Sachen Bären aufgesucht. Der Bär ist eigentlich immer unterwegs. Also in der Natur hat er ein 100 Quadratkilometer grosses Revier. Und der läuft immer. Und alles, was ihm über die Nase reinkommt, also ob er jetzt gerade im Gras fressen ist, oder ob er ein paar Nüsse findet, oder ob er ein Aas findet, oder ob er über ein Reh stolpert, oder ist ja gleich was. Der nimmt einfach alles, was ihm vorweg kommt. Bär und Leu kommen ja in der Natur nicht zusammen. Und das möchte ich nicht ausprobieren, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Chance, sagen, ein Bär ist so ein wehrhaftes Tier. Also ich denke, auch ein Löwe würde sich da noch in Acht nehmen, was er da angreifen würde. Also das ist einfach so. Wer ist der König von der Wald? Das ist der Löwe, oder? Bern Zürich ist immer eine, wie sagen wir, Affisch, ein super Spiel. Und in Bern ist immer nicht einfach, aber ja, wir sind bereit, dort zu kämpfen und die 3 Punkte holen. Für mich der Leugind ist ja der Chef vom Dschungel. Ich fühle mich auch gut. Ich will auch alles dazu machen, dass ich am Sonntag bereit bin und den Wolf zu bezwingen. Ja, ich denke, wir haben ein bisschen selbstvertraut angelegt letzte Woche und ja, jetzt können wir als starker Löwe dort hingehen und wirklich zeigen, dass wir auch wirklich stark sind.